so sehr schön. Die Musik ist wirklich ein bisschen laut. Press Enter to talk with Violet. Die kann man leiser und leider auch nicht leiser stellen, die Musik. Also, ich hoffe, es ist leise genug. Okay, jetzt müssen wir weiter. Hier haben wir unsere Safe-Dinger. Oh, hallo. Victoria. Mein Mikrofon ist gerade ziemlich laut. Ich stelle es mal wirklich gerade ein bisschen leiser. Ziemlich leiser. I'm so glad to be back. That lab was so dark and scary. I didn't like it at all. So, jetzt müssen wir noch die anderen Figuren retten. Mein Teleporter. Das Enter to teleport. So, wo wollen wir jetzt hin? Wo ist unsere nächste Mission? Und das Spiel heißt auch VVVVVVV, weil ich glaube, hier müssen wir mal raus. Escape. So, hier, weil wir, also wir besteuern hier von mit WAs, also mit A und D. Nach links mit A, nach rechts nach mit D und springen können wir entweder mit Leertaste oder mit V. Wenn wir jetzt wenn wir die Schwerkraft aufheben und entdecken wollen, müssen wir V drücken. Deswegen heißt das Spiel V, 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 V. Ja, wir drücken V, um von oben nach unten zu kommen. Deswegen heißt das Ding V, 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 V. Ganz logisch hier. Versuchen wir zu gucken, wie wir ins nächste Level kommen. Und vielleicht auch, vielleicht heißt das Spiel auch VVVVV. Wegen der Stacheln hier, die ihr seht, woran wir sterben können. Hier geht es dann immer den Stacheln auszuweichen. Das kann schon ein ziemliches Rage-Game sein. Hier haben wir zum Glück einen Checkpoint. Die Checkpoints sind ja einigermaßen human besetzt. Man kann es schaffen. Ist natürlich irgendwann frustrierend nach dem 50. Versuch. Ja, VVVVVV könnte das Spiel auch heißen, weil die umgedrehten, die Zacken, die Spitzen, die nach unten zeigen, sehen auch aus wie ein V. Deswegen, ja, ist halt so ein Spiel im Retro-Look. Ja. Hier muss man halt mit A und D steuern, dass man hier beim Runterfallen nicht in den Zacken springt. Selbst noch mal rein, ist die Musik zu laut. Die Musik ist ziemlich laut, aber ich bin noch zu hören. Das müsste halt jetzt, ist halt ziemlich. Ist halt leider. Ich hab's in OBS, glaube ich, sogar schon ein bisschen leiser gestellt. Ich hab's schon in OBS so eingerichtet, dass es. Schon ein bisschen leiser. Das Spiel ist schon extrem laut. Man muss es sich auf den Kopfhörern wirklich leiser stellen, um das Spiel zu spielen zu können. Hier muss man auch so ein bisschen mit der Schwerkraft kämpfen. Check the points. Vielleicht mal auf die Karte gucken. Nein. Checkpoint. Warte mal kurz auf die Karte gucken. Haben wir die mit dabei? Ah, das ist der Mute-Knopf. Wir können auch muted spielen hier, aber dann ist es ja. Von ist der Kartenknopf. Das ist nicht der Kartenknopf. Okay, mit W kann man auch. R ist der Reset-Knopf. Zum letzten Checkpoint. Mit Z kann man auch holen, runter und runter. Mit Space, das ist der W, V, Z. Okay. Hier ist es nicht. A geht natürlich runter.
Mit S kann man auch, mit W und S kann man auch steuern. Ich benutze natürlich V. Karte öffnen. Gut, ich weiß nicht, ob wir die Karte irgendwie öffnen können. Egal, kommen wir erstmal so weiter. Schauen wir mal, ob wir so weiterkommen. Und das nächste Crewmitglied finden. Sieht noch mehr nach Overworld aus. Weil hier noch zu wenig Stacheln sind, aber... Ja, vielleicht kommen wir trotzdem noch mal irgendwo ran. Das nächste Level haben wir wahrscheinlich noch nicht begonnen. Müssen wir uns erstmal umschauen. Ah, Game saved. Press Enter to teleport. Okay, jetzt sind wir hier gelandet. Okay. Jetzt sollten wir uns mal hier hin teleportieren, ob wir hier noch lang kommen. Ob wir noch weiterkommen. Wird der Mauszeiger mit aufgenommen? Wahrscheinlich nicht. Das wäre natürlich schlecht. Ist ja sowieso, spielt hier keine Rolle. Ob der Mauszeiger mit aufgenommen wird oder nicht. Ich habe bloß gerade was gezeigt. Hier sollten wir vielleicht mal versuchen. Sieht so aus, als gäbe. Hier ist nach unten. Ist auch noch ein gelbes Stück. Ich will mal da das nächste Crewmitglied. Wir sollten es mal im lilanen Bereich versuchen. Nee, da sind wir hierher gekommen. Ist ja hier. Sollten wir zum Gelben hier teleportieren. Das ist ja vielleicht nicht ganz so schlecht. Na, und da haben wir hier schon das nächste Level. Das sieht schon sehr nach einem nächsten Level aus. Kommt mir auch sehr unbekannt vor. Also. Nee, mach ich gerade. Ja, ich versuche da mal unten runterzukommen. Nicht, dass wir wieder im Kreis laufen. Nach unten. Checkpoint. Den sollten wir mal nehmen. Und ihr seht ja schon sehr extrem, wie das funktionieren kann hier. Muss man halt auch auf die Gegner aufpassen. Immerhin, wie einem entgegenkommen. Muss man ja auch abtimen. Ich glaube nicht, dass ich. Das kommt mir bekannt vor. Das waren wir schon mal. Weiß nicht, den Geist kenne ich schon. Tja. Sollten wir was hier unten bei dem Teleporter vielleicht nochmal versuchen? Bei dem hier. Das kommt mir bekannt vor. Sollten wir mal hier vielleicht weiter versuchen, neue Teleporter zu bekommen. Ist zwar jetzt hier noch ziemlich die Overworld, aber... Ah ja, hier gibt es auch solche Dinger hier. Sprungbretter, von denen man abspringen kann. Das kommt mir auch bekannt vor. Da waren wir, glaube ich, schon mal. Ja, wenn man dann halt hier an so einem Checkpoint ist, dann hat man auch... gespeichert hat, dann ist man auch ein bisschen am Arsch. So, schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Vielleicht kommen wir hier noch weiter. Nein, hier kommen wir nicht weiter. Man kann erst umdrehen, wenn man auf dem nächsten... Wenn man runterfällt, kann man erst umdrehen, wenn man den Boden berührt hat. Also, man kann nicht mitten im Weltraum umdrehen. Im besten Fall schaffen wir das heute zu Ende zu spielen. Das wäre mein Traum. Spiel heute zu Ende zu schaffen.
jetzt noch in der Overworld rum und dümple. Weiß nicht, ob uns das gelingt. Da bin ich mir nicht ganz sicher bei. Ja, wie gesagt, man muss halt, bis man hier schon im Face landet, sich dann recht so richtig umdreht, wenn man irgendwo hin will. Oh, ein Teleporter. Game saved. Ich gehe mal so den. Ach, hier sind wir. Also, sehr schön. Dann würde ich mal versuchen, weiter nach links zu gehen. Steuern wir mal weiter nach links. Versuchen wir weiter nach links zu kommen. Der Chat, wie ihr seht, ganz ziemlich inaktiv. Oh, da oben geht's lang. Ich komme noch gleich dazu, hoffe ich. Ich habe doch auf Twitter und auf. Und auf Discord Bescheid gesagt. Wenn nicht, hallo YouTube. Ja. Oh, hier geht's lang. Ach so, ist ja blöd. Jetzt durch Teleporterfelder. Sehr schön. Oha. Ich gehe rückwärts die Felder. Muss wieder Lego Harry Potter spielen. Zuschauer bekommen. Da scheint ja, da hatte ich ja zumindest ein, zwei Zuschauer. Das mache ich auch. Mache ich auch demnächst wieder. Nee, da geht's zurück. Da muss ich rüber. Ach du Scheiße. Und das oben ist dadurch und dann. Ach du Schande. Wie soll denn das gehen? Truth. Man muss jetzt zwischendurch irgendwie warten, oder? Wie soll das denn funktionieren? Da müsste ich ja gegen die Stacheln springen. Willst du ein bisschen schräg springen, dann schaffe ich es vielleicht. Verdammt. Tja, knapp daneben. Noch ein bisschen weiter und ich schaffe es. Durch. Die Buchstaben sind auch verletzend. Ach du Scheiße. Und das unten ist dann. Wenn das gerade hochfliegt, ist das noch, hat das noch Zeit. Wir müssen gucken, dass wir genau dann losgehen, wenn das unten ist. Und zwar jetzt und dann. Nicht hinein. Ach du Scheiße, wie soll denn das gehen? So, hier gibt es hier keinen Death Counter. Das hätte man geschafft, wenn das Truth nicht im Weg gewesen wäre. Bin mir nicht sicher, ob wir hier überhaupt weiter sollen. Vielleicht gehen wir auch dort unten weiter. Checkpoint. Das kriegen wir vielleicht hin. Verdammt. Wie soll das gehen? Da müssen wir von der anderen Seite ran. Ach du Schreck.
Karte öffnen können. Weiß auch gerade nicht wirklich, wo wir sind. Verdammt. Wir müssen hier irgendwie lang. Wie soll denn das gehen? Wer erst hier unten? Das geht eher von der anderen Seite aus. Müssen wir wohl hier entlang. Oh, Schreck, lass nach. Ich weiß nicht, ob das lange aushält, jedes Spiel. Ich meine, wenn ich das als Let's Play aufnehme ohne Stream, spiele ich das ja nur eine halbe Stunde am Stück und dann mache ich eine kleine Pause und so weiter. Ich muss mir hier mal ein paar Pausen einlegen. Dann schafft das hier mein Verstand nicht. Wirklich hier durch. Durch die Wahrheit durch. Und dann da oben weiter. Was auch immer uns das bringt. Die sind so synchron hier, das ist... Oh Mann. Theoretisch kann man es schaffen. Schnell genug durch ist und dann da hoch. Die Speed-Taste gibt es hier nicht. Theoretisch schon, oder? Das unten ist, müssen wir hier durch, aber der Boden verschwindet auch. Wir können also nicht stehen bleiben. Da noch ein bisschen schräger kämen. Die könnte man schaffen. Ich spiele das ja auch noch mit Soundtrack. Wenn es ohne Soundtrack spielen würde, wäre es bestimmt auch einiges. Ich warte also, wenn man das gemutet spielt. Vor, dass einiges mehr möglich ist als der Soundtrack gehört ja zum Beispiel auch irgendwie mit dazu. Das macht es ja dann auch noch ein bisschen stressiger. Aber ist halt. Ohne Soundtrack ist es halt auch blöd. Zurückzunehmen. Das ist vielleicht der falsche Weg. Wir müssen oben aufspringen, während das oben ist, und dann runter. Also. Verdammt! Ein Checkpoint. Checkpoint ist da hinten. Während es runtergeht, dann da während runter. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich da festgehangen. Verdammt mich. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Weg hier. Wir müssen es auch, wenn das aber nicht... Oha. Ich sehe schon, das wird knapp. Weil es dann dort endet und dann können wir natürlich nicht springen. Ab der Mitte dann... Weil es das dann umdreht und dann können wir da nicht lang. Ach du Schreck, wir sind hier gefangen.
wir sind mit der Wahrheit konfrontiert und gefangen. Wie wir da kommen, durchkommen, weiß ich auch nicht. Was wir noch machen können, ist das hier. Continue vom Teleporter. Jetzt gucken wir vielleicht weiter.